Dann mal los. Ach du Scheiße, na dann. Da hinten sind die Bäume. Überall. Scheiße. Da müssen wir her. Können wir denn nicht noch. Oh, da liegen noch Sachen. Oh, ich fürchte nicht ohne Grund. Nee. Aber es war ja wohl zu erwarten, dass es noch ein Finalkampf kommt. Ja. Ja. Okay. Gute Joke. Wissen wir jetzt da rum? Es sieht eben so aus, als wäre das die Richtung. Oder? Ah ne, damit die Schaffmaschine sollten wir noch benutzen, oder? Ja. Besser ist das, glaube ich. So, ich vermute ja mal, dass das jetzt der finale Kampf werden wird. Hm. Ein bisschen Waffen laden hier. Lass mich in Ruhe. Genau. Aus der Pflanze raus, ey. Echt, die werden nicht hier rausgespuckt, ey. Die liefern nichts mehr ab. Kommt nichts mehr raus aus den Leichen. Einfach weiter. Oh Mann. Meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Bin ich jetzt Eva? Nein. Eva. Evelyn. Oder? Bist du es? Oh nee. Rose ist Eva natürlich. Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Natürlich, Rose ist die einzige, die dafür geeignet ist. Ja. Meine Kräfte verlassen mich. Rose! Miranda! Ja, toll, mit der kleinen Mini-Waffe, was denkst du, ey? Dein Körper, wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Ja, dann hopp, schieß. Achso, oder so. Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Jo. Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein. Oh nein! Rose ist mein! Ach du Scheiße! Ja. Du sagst es. Ja. Eieiei. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, kleine Rose. Aua. Bei mir wird sie glücklich sein. Sag mal, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar glücklich. Ich lass dich nicht davon kommen. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Ich bring dir ewige Ruhe.
eBay. Dein Ende naht. Hinter dir. Du hältst mich nicht auf. Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz sein? Bist du wirklich keiner von uns? Ja, und dich komplett austicken lassen. Klingt nicht so. Weil. Wir alle sterben schließlich irgendwann. Halt still. Ja, halt du doch mal still. Echt? Ja. Geworden. Scheiße. Das nutzt du nix mehr, das siehst nix. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir den Ding überlässt. Schlaf jetzt. Den Teufel werden. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Ja, oh, das muss schon ein bisschen länger sein. Ja, echt. Kommt's auch überhaupt nicht mehr an. Nee. Hey. Bleib mal hier. Hinter dir. Was ist schon? Nee, da. Ja, geh mal vor hinter. Warum mischst du dich an? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Warte mal eben. Ich hab da noch einen Granatwerfer. Den sollte ich mal ausrüsten. Ja, aber auch. Doch, mit der normalen Pistole können wir nicht gerade. Aber da ist gar keine Munition für da. Doch, die, doch, hier. Müssen wir nur laden. Das ist das einzige Problem. Nein. Jetzt geht's erst richtig los. Ich mache meinen Traum wahr. Ich muss. Ach, die noch. Ich kann jede Gestalt annehmen. Vogel, Bestie, Hexe. Sogar die denn davon. Du hältst mich nicht auf! Ja. Zeig Respekt! Die Dorfbewohner, die vier neuen Kinder! Sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern! Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig! Ja. Dein Tod ist bereits besiegelt! Wofür kämpfst du? Scheiße! Genug der Spielchen! Für meine Tochter! Da hab ich nichts mehr. Oh Gott, oh Gott. Ich werde meine Tochter wiedersehen! Stirb!
Mach dich bereit! Du wandelnde Leiche! Mein Wunsch nach Wirklichkeit! Widerlich! Dieser Lebenswille! Widerlich, dieser Lebenswille! Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt! Dein Ende naht. Wie sehr du dich auch willst, es ist Zweck. Du nicht. Mann. Zur Hölle mit diesem Dorf. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich. Also das hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Ehrlich nee. Gesagt. Auch nicht. Oh, das Baby. Rose. Das Baby erinnert mich ein bisschen an den Duke. Alles gut, Rose. Ein bisschen unheimlich. Der Duke. Ja, guck mal. Das Arme gleiche Kind. Gesicht. Ja. Ethan! Sieht man irgendwie nie das Gesicht nie, ne? Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Boah, ihr werdet schnicky. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Es war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit.
Pass auf sie auf. Ich nehme deinen ekligen Finger ab, mein Kind, ey. Bah. Verflucht. Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Ja. Drück schnell auf den Knopf, solange du noch Finger hast. Ja, wenn die wegfaulen, dann war es das. Oh je, 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 je. Bumm. Oh. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Tja. Schneller! Wir müssen sofort weg. Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Ja, da. Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Boah. Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Das war jetzt Teil 8, oder? Ich weiß es nicht. Sie eigentlich noch da? Sie hat ja schon ewig nichts mehr von Sie gehört. Sie? Scheiße. Wir sind hier voll am Mitfiebern. Wahrscheinlich nimmt er gar nicht mehr auf. Vielleicht ist das schon längst weg. Ja, das Mikro ausgefallen. Ja, ich denke auch eher, ne? Sonst hätten wir das am Stream, glaube ich, gemerkt. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ist das die Anfangsgeschichte, ne? Womit das angefangen hat. Ja. Ja, bis hier kein Mikrofon mehr. Nee. Wahrscheinlich war bis hier die ganze Zeit am Reden und keiner hat ihn gehört. Ja, ich gehe davon aus. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Ach, guck mal, das ist jetzt die Niemand Tochter. Niemand kann ihn berühren, er ist zu weit weg.
Und wenn er eine Rakete besitzt? Ach nee. Okay, nee. Dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Groß ist die Klugscheißerin, die neben... Die kurze, ja, ja. Du machst nur Spaß. Der Mund fühlt sich bestimmt... Aber ich dachte, die war blond. Aber wer ist das denn? Tja. Die geht, oh, die geht auf den Friedhof. Friedhof oder was? Ja, Friedhof. Vielleicht ist das Mirandas Tochter. Hi, Dad. Hoch. Alles Gute. Hä? Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Das ist vielleicht doch Rose. Ja. Aber wer war denn... Hä? Wer war dann die andere, ne? Wenn man vom Teufel spricht. Das war doch Mia, oder was ist das nicht? Nee, dann war das nicht Mia. Dann war das nicht Mia. Oft. Ja. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Evelyn? Das ist aber nicht Evelyn. Nimm mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ah, okay. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Oh. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Ja, ja. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Jo, Mai. Tja. Ja. Ja, sehr cool. Das Vaters. Dann kommt bestimmt noch ein Teil von der Mia. Und von Rose natürlich noch. Ja. Gehe ich doch mal ganz stark von aus. Errungenschaft freigeschaltet. Yay! So, hört ihr mich wieder? Yeah. Ja, wer ist denn da? Ja, ich konnte das jetzt natürlich nicht währenddessen. Ich muss dafür meine Soundkarte ausstöpseln, damit mein Mikro dann wieder angeht. Ja. Und da ja der Abspann, die konnte ich ja jetzt schlecht da. nee, dann das hätte man, ungünstig dann gewesen. Hätte man da keinen Ton mehr gehört in der Zeit. Ja, ja, tatsächlich, ich weiß natürlich nicht, wann ich genau ausgefallen bin. Schon ziemlich lange war es ruhig. Ich habe ja schon gewundert. Hast du nicht gemerkt. Ja, genau, ist ja nicht wichtig, was er zu sagen hat. Schwierigkeit, Dorf der Schatten hinzugefügt. Echt, alles vorbei. Wo ist eigentlich Psi? Ja, echt, ne? Das war sehr verdächtig ruhig. Ich dachte, wir gucken alle gespannt. Deswegen ist es mir aufgefallen. Ja, dann konnte ich dann auch nicht mitreden. Konnte ich dann, wo ihr so, ja, nee, das, die Kleine ist groß. Nee, habe ich gedacht, nein, die Große wird groß sein. Konntest du aber ja nicht sagen. Ja. Da sind wir dann auch von alleine drauf. Ja, ja, schon. Folgendes wurde im Bonusmenü hinzugefügt: Boni-Shop, Konzeptart, Modelle, Herausforderungen. Aber das war jetzt Teil 8, ne? Das war Teil 8, ja, ja. Okay, gut. Schließen Sie die Menü-Herausforderungen-Liste. War eigentlich cool gemacht mit diesem römischen und diesem Village. Also das war schon, das habe ich jetzt auch mal gecheckt. Ja. Ich wusste nicht, ob das jetzt eine Andeutung ist auf irgendeinen weiteren Teil oder ob das jetzt, ja. Die Entwicklung von Villa.
Shadows. Village of Shadows. Okay. Spezialwaffe Glückwunsch. Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Boni-Shop folgende Waffe erwerben. WCX. Sie haben folgende Herausforderungen abgeschlossen. Keine Likes für Lukas. Das wurde uns dann irgendwann angezeigt. Genau, das war ja richtig. Das sind ja diese Errungenschaften gewesen. Ja. Gerissene Bande auf dem Trockenen. Besser spät als nie. Ja, soweit, so gut ist auch ein reifender Schrottplatz. Ja, ich habe die Vermutung, also das Ende, das, wo dann jetzt hieß, dass hier ist das Ende der Story des Vaters. Ich vermute eher, es wird eine Story um Rose geben als nächstes. Genau. Weil er eben, ich habe nur mitgekriegt, wie ihr eine Mia sagtet, dass das nächste Mia sein wird. Dann habe ich gedacht, oder Rose wahrscheinlich. Ich denke Rose. Das. Ja. Denke ich auch. Das abgeschlossene Spiel speichern beim Laden dieser Daten. Ich dachte, die im Bus saß, war Mia. Sah so ähnlich aus. Ja. Die hatte zumindest die gleiche Frisur. Ja. Ja. Interessant. Ja, schön. Dann verabschiede dich mal, wa? Oder bist du schon wieder weg? Er ist schon wieder weg. Was macht er denn? Ja, läuft. Ne? Mhm. Zum Ende des Spiels läuft es. Das haben wir letztens während der Aufnahmen gehabt, bei Phasmo. Oh nein. Erst ist er aus dem Spiel geflogen, dann habe ich nicht gemerkt, dass ich das Ladekabel nicht drin habe vom Laptop. Dann ist der Laptop ausgegangen und wieder weg. Oh nein. Da ist er wieder. Ich bin wieder da. Ich werde das noch ein bisschen prüfen, wie ich daran noch was verändern kann. Da ist irgendwas noch nicht ganz richtig mit Mikrofon und Soundkartenverbindung. Kann auch sein, dass die Soundkarte, weiß ich nicht, wird die zu heiß? Keine Ahnung. Irgendwie ist sie. Hat hast du aber was drauf liegen? Nein, die Soundkarte selber liegt ja auf dem PC. Weil es ja eine externe. Ich wollte halt noch sagen, dass es auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel war. Ich fand auch das Ende ziemlich cool. Also so insgesamt das ganze Finale bis zum Ende durch. Also wo sich das alles so ein bisschen aufgeklärt hat und dann doch wieder verwirrend war. Ja. Und dann doch nochmal aufgeklärt hat. Und dann, tierisch gutes Spiel. Wäre mir trotzdem keine 80 Euro wert gewesen. Wir haben es ja dann für 30 geholt. 30 war es wert, auf jeden Fall. Ja. Ich würde sogar bis 40 oder 50 gehen. Ja, auch. 80 auch. Echt ein bisschen hart. Ja, 80 fand ich happig. Aber gut, es würden wohl viele für 80 gekauft haben, weil sie einfach heiß drauf waren. Gut, wir machen dann weiter mit Taxi. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das weißt du gar nicht mehr. Nee. Life is Strange. Das stimmt, ja. Okay. True Colors, genau. Das wird unser nächstes Spiel sein. Das wird auch sehr interessant. Jetzt ist so mir am Googeln. Ja, Life is Strange, True Colors. Okay.